wenn andere Leute Texte denken, dann habe ich Bilder im Kopf. Ich zeichne jeden Tag. Ich habe auch das Bedürfnis, jeden Tag zu zeichnen, die Eindrücke, die ich sammle, aufs Papier zu bringen, Geschichten damit zu erzählen, mich mit der Welt auseinanderzusetzen. Ja, überhaupt mit der Welt auseinanderzusetzen. Es gibt so viele Dinge, die mich inspirieren, ob es nun das Buch ist, was ich gerade lese, oder eine Vorlesung an der Uni, das Gespräch mit Kollegen. In Berlin lebt die chinesische Künstlerin Pink Yu und bei ihr habe ich Anfang der 90er Jahre Zeichenunterricht genommen und 2 Jahre lang habe ich wirklich nur mit schwarzer Tusche gearbeitet. Ich fand es sehr erstrebenswert zu lernen, wie man mit nur einer Farbe so viel ausdrücken kann. Wenn ich zeichne, gibt es 2 Phasen. Einmal die Phase, wo ich ganz spontan zeichne, ohne nachzudenken. Und erst in den Zeichnungen, die ich danach von meiner Bildidee mache, kommt auch so die Information rüber, die ich dem Betrachter vermitteln möchte. Dann beginne ich zu überlegen, okay, schau mir das Modell nochmal an, überlege mir eine Komposition, überlege mir in verschiedenen kleinen Skizzen, wie ich denn mein Modell am besten in Szene setzen kann. Und das kann dann ganz unterschiedlich werden von dieser ersten Zeichnung. Die Materialität von Glas, Leinwand und Papier ist natürlich vollständig anders. Und trotzdem zeichne ich auf allen 3 Medien mit der Feder und mit dem Pinsel. Aber die Zeichnung steht, egal wie, immer im Mittelpunkt. Als Kommunikationsmittel, als erzählerische Darstellungsform.